So. Das hat geklappt. Eieiei, das war knapp. Jetzt muss ich hier rüber. Gar kein Problem. Zum Glück ist die absolute Profi-Bergsteigerin ohne Sicherung. Mit nur einem Steigeisen. Respekt, junge Frau. Also das ist wirklich stark. Da muss ich nicht rein. Wo ist denn hin? Dort hoch. Okay, aber warum? Geht's echt nicht rein? Das ist ja erstaunlich jetzt ein bisschen. Sehr vertrauenswürdig auszudrücken. Ja! Oh, toll! Puh. Ein lieber Herr Gesangsverein. Lara, bist du da? Was hast du das hier oben? Reyes, wo bist du? Tom. Hast du Sam gefunden? Wir verfolgen ihre Spur. Gut. Ich will versuchen, ein Notsignal von einem alten Funkturm da oben zu senden. Irgendwelche Tipps? Habe ich aber noch einen Weg vor du mir. Du musst die Kommunikationskonsole finden. Müsste aussehen wie eine alte Telefonvermittlung. Okay. Ich sag Bescheid, wenn ich dort bin. Yeehaw! Bitte! Das muss alles nicht sein! Oh, auf die Hacke, ihr Penner! Alter Schwede. Ihr Säcke. Das muss alles nicht sein, sagt sie, ne? Aber sie ist ja absolut eine Maschine. Vernichtet ja alles und jeden hier. Unaufhaltsam. Bing. 600 schon fast. Wow, ich brauche mal wieder so ein Lagerfeuer. Ich habe kein gutes Gefühl dabei. Wie du das schon sagst. Ah, hier ist doch eins. Wie gerufen. Ja, warum hast du jetzt plötzlich so kalt? Ach gut, jetzt kommt sie mal wieder ein bisschen fern. Es ist bestimmt ein mechanisches, kein elektrisches Problem. Jetzt, Alex! Der liest erst mal. Na klar. Das könnte ein elektrisches Problem sein. Meinst du? Oh, hallo. Hey. Wer ist denn die Kleine ja, hier? Ja, sie ist süß, hä? Ja, das ist Alicia. Meine Tochter. Oh. 14 Jahre alt. Klingt schon so ein bisschen creepy, wie er über die Kleine spricht, oder? Ja, hallo, wer ist denn die Kleine da? Sie kommt dann wohl die würde ich ja mal gern vernaschen. Das wäre zu viel der Ehre. Ist ja voll eklig. Das da. Ich seh mir das mal an. Was hat er denn noch für ein seltsames Tattoo hier? War das ein chemisches Zeichen? Nach dem Vater. Kann das sein? Ich saß also am Loch, wie so oft, zum Nachtangeln. Hey, Graham, Zeit, die Schotten dicht zu machen. Ah ja, ich komme. Also, ich saß am Loch. Da springt mich plötzlich dieses Ding an. Es kam direkt aus dem Wasser. Also gab ich ihm eine Kopfnuss. Frau, oder? In 9 von 10 Fällen ist die Sache dann erledigt. Eine Woche lang konnte ich nicht mehr schlafen. Und ich trinke seitdem nicht mehr. Wir sehen uns beim Essen. Ach ja, der Opi. Der typische Opa, der immer irgendwelche spannenden Geschichten zu erzählen hat. Aha, was geht denn hier? Ist es Lara, die jetzt hier filmt? Okay, oder die, für die diese andere? Danke. Dr. James Whitman, Filler 15, Take 3 und Action. Okay, dann pack ihn schön fest und schneid ihn den Bauch entlang. Genau so. Ja, ungefähr. Oh Gott, Cut! Toll!
So ein Trottel. Kommt ja gleich. Ist jetzt nicht so, als könnte ich das, aber das war schon meisterlich. Ein Entdecker. Der weltberühmte Archäologe so Dr. James Whitman. Ich kann doch so einen nicht einfach ausnehmen. Es ist nur ein Fisch, okay? Sie schaffen das. Ja, nur ein Fisch. Und der steht immer noch da. Dieses verdammte Reality-TV-Business. Ich möchte den Menschen Kultur nahebringen, Sam, und kein Essen. Oh Mann. Nichts für ungut. Das Reality-TV-Business, so nennt sich das also. Sie wissen das. Bis wir das Königreich gefunden haben, brauchen wir Aufnahmen wie diese. Kommen Sie, noch einmal von vorn, okay? Das ist jetzt nicht so mega spannend, oder? Sie werden dann bestimmt aussehen wie ein Profi, wenn es fertig das ist. Das findest du in jeder halbwegs schlechten Kochsendung. Dr. James Whitman, Filler 15, Take 4, Action. Das Spannende okay, ist doch, wie er sich blöd dran stellt. Und schneid ihm den Bauch lang. Wie viele Fische werden die hier liegen haben? Ich kenne die Karten so gut, ich sehe sie selbst mit geschlossenen Augen. Aber was, wenn Yamatai doch nicht im Drachendreieck liegt und... Das hast du bei einer Ausgrabung deines Vaters gefunden. Du kamst an, um es mir zu zeigen, in deinem Pinguin-Pyjama. Ich war 5 Jahre alt. Das war mein erster Fund. Ja. Pinguin-Pyjama. Du hast einen tollen Instinkt, Kleine. Du musst ihm nur vertrauen. Das hat mein Vater auch gesagt. Er hat immer auf seinen Instinkt gehört. Was auch geschah. Er wäre sehr stolz auf dich, Lara. Also ist er tot. Wir nähern uns dem Sturm. Naja, was auch kommt. Wir stehen es durch. Das sieht jetzt nicht so schlimm aus, oder? Der Sturm. Ein paar Wolken, ein bisschen Lara. Regen. Reiß dich zusammen. Alle zählen auf dich. Na. Das. Noch ein Schatz. Ja, Mensch, die sind aber teilweise echt schlecht versteckt. Diese Münze fand ihren Weg nach Japan vermutlich irgendwann Mitte des 19. Jahrhunderts. Es gibt scheinbar nicht immer hier irgendwelche Details zu entdecken. Huch. Aber hier merke ich jetzt gar nichts, dass da was vibriert oder so. Na gut. So, was macht man denn hier an Upgrades mal? Fähigkeiten. Oh, was ist denn das? Kämpfer-Upgrades. Schmerztoleranz. Halten im Kampf mehr aus, um zu überleben. Schmutzige Tricks. Werfen Sie Ihren Feinden Steine oder Dreck ins Gesicht, um sie anfällig für Ihre Angriffe zu machen. Nee. Axthiebe. Betäuben Sie Feinde mit 2 schnellen Hieben mit Ihrer Kletteraxt. Betäuben! Mit 2 Hieben der Kletteraxt! Ja. Da können Sie aber froh sein, wenn Sie das nur betäuben. Also, mein lieber Mann. Ja, schmutzige Tricks oder Schmerztoleranz. Schmerztoleranz klingt jetzt nicht so schlecht. Was haben wir hier noch? Hier gibt es nichts weiter. Das ist sicherer Schuss. Da haben wir. Tiere lassen sich besser finden. Belohnung beim Plündern von Tierkadavern und Truhen. Das kann ich noch nicht. Zusätzliche Munition. Ja, Munition bin ich jetzt auch nicht so richtig knapp. Eigentlich erscheint mir jetzt gerade gar nichts sinnvoll, weil so mega viel Heilung brauchte ich auch noch nicht. Ich denke, ich mache das hier mal. War ja jetzt noch nie so in den Kämpfen. Aber es ist so richtig knapp. Ein paar Mal schon, aber dass ich jetzt unbedingt ein Upgrade bräuchte. Hier gibt es leider nichts Neues. Da gibt es auch nichts. Outfits, ja, die habe ich schon alle, warum auch immer. Salve. Gewährt einen Feuermodus mit 3 Schusssalven. Halten Sie R1 gedrückt, um den Modus zu aktivieren. Aha. Rückstoßkomprimierung, die Präzision und den Schaden erhöht. Bringt das Projektil präziser ins Ziel und erhöht damit den Schaden. Kreation am Abzug erhöht die Schussfrequenz. Ich glaube, ich mache mal hier Schaden. Mehr Schaden ist immer gut. Noch mehr Schaden. Ich glaube, ich mache mal noch schneller schießen. Noch mehr Schaden kann dann auch noch später kommen.
So. Bin ich doch schon wieder ganz gut gerüstet hier. Guck mal gerade auf die Uhr. Ja, ich denke, viel mehr lohnt sich jetzt auch nicht. Denn bis zum nächsten Lagerfeuer werde ich es jetzt nicht mehr schaffen. Ja. Morgen geht's weiter. Oder alternativ hätte ich noch anzubieten, morgen. Ich verschwinde mal kurz. Ja, hier. Need for Speed Rivals hätte ich noch für die PS4 anzubieten. Vielleicht gerade, wo es nicht so spiegelt. Ah, sogar durchsichtig, sehr schön. Das blöde USK-Logo. Das ist natürlich spitzenmäßig. Oder The Last of Us weiter. Wobei ich jetzt doch zu Tomb Raider hinneige, weil mir das schon echt Spaß macht. Es gefällt mir echt gut, das Spiel. Es sieht klasse aus. Macht Spaß, hier so die Sachen zu entdecken. Die Geschichte ist ganz interessant, obwohl ich noch nicht so wirklich weiß, warum sie hier gelandet sind und was genau sie suchen und wer die Bösen sind. Aber das will ich ja noch rausfinden. Ja, sieht hübsch aus, Synchro ist toll, spielt sich gut, steuert sich gut. Wenn man denn endlich mal rausgefunden hat, wie man die Karte öffnet, ohne dass dieses blöde, dass man die Sprache benutzt, die nur so halbwegs funktioniert. Also Pause kann ich machen, mehr aber auch nicht. Super. Ja, ansonsten, ja, wenn ihr euch traut, jetzt was zu sagen, dann nehme ich das natürlich gerne an. Wenn ihr jetzt meint, ich soll unbedingt Need for Speed morgen spielen, dann mache ich das natürlich. Ansonsten morgen, ja, Tomb Raider. Und zwar wahrscheinlich nicht erst 19 Uhr, sondern wahrscheinlich früher, denn morgen ist der 31. Ich habe noch so ein bisschen Traffic, den ich aufbrauchen muss. Das heißt, morgen zocken, bis der Arzt kommt, und zwar ja, von 19 Uhr bis, wann kommt morgen Dschungelcamp-Spiel? 22 Uhr oder so? Oder schon früher? Ich weiß nicht. Ja, bis Dschungelcamp und dann nach dem Dschungelcamp bis 0 Uhr auf jeden Fall und wahrscheinlich dann auch noch länger. Also morgen dann doch nochmal, ja, eine ganze Runde mehr Tomb Raider. Nehme ich an. Ansonsten, alle Videos, die ich hier so aufnehme, versuche ich immer bei YouTube auch mit hochzuladen. Also, irgendwo, wenn ihr hier bei Twitch guckt, hier unten, da so muss mein YouTube-Channel verlinkt sein. Da werde ich jetzt nachher, wenn ich hier gleich ausschalte, auch gleich anfangen, die Teile hochzuladen. Also, wenn ihr irgendwie den Anfang verpasst habt oder so und das gerne sehen möchtet, dann am besten morgen mal reingucken, das leuchtet über Nacht durch, dauert halt so eine gewisse Zeit. Ja, Facebook habe ich unten auch verlinkt, da gibt es immer irgendwelche Updates, was ich in nächster Zeit so spiele und vor allem wann ich so spiele. Ansonsten das Übliche, die üblichen Streamzeiten, Freitag, Samstag und Mittwoch 19 Uhr. Und ansonsten, wann ich Lust habe, meistens, kann ich ja jetzt mal noch so sagen, also Sonntag überkommt es mich dann doch oft. Zeiten ist halt unterschiedlich und dann Montag, Dienstag ist halt auch doch eine längere Zeitspanne dazwischen, habe ich selbst gemerkt, wo ich dann doch auch immer wieder Lust habe, was zu streamen und so ein bisschen zu zocken. Poste ich immer bei Facebook, also wenn ihr mich da liked oder abonniert oder was auch immer, dann seht ihr dort, wann ich was spiele, wie ich was spiele. Und wenn ihr was verpasst habt und euch gesagt hat, hier der Typ mit den wenigen Haaren auf dem Kopf und den abgeschnittenen Füßen, jetzt wieder ganzen Füßen, dem gucke ich gerne zu und dem höre ich gerne beim Labern zu, dann ja, könnt ihr euch gerne auch den Quark bei YouTube angucken. Ich freue mich natürlich auch, wenn ihr ein bisschen Werbung macht. Ja, ich bedanke mich fürs Zugucken. Wünsche euch noch einen schönen Abend. Freue mich jetzt aufs Dschungelcamp. Das ist so der einzige Trash, den ich mir mit angucke. Aber das ist halt doch schon ziemlich lustig. Ja, ich verabschiede mich mit noch einmal, wie schon die ganze Zeit in der Pause, Always on the Run von Ritalin Ray
die so freundlich waren, mir ihr Lied zur Verfügung zu stellen, was ich hier ganz offiziell nutzen darf. Schöne Band, ihr könnt mal auf die Homepage gucken, www.ritalinray.de, da gibt es das ganze Album kostenlos. Noch, denn die bringen bald ihr zweites Album raus und ich glaube, die werden groß. Ich hab da echt, die sind gut. Also hört euch mal das Album an, da sind viele schöne Sachen dabei. Na gut, danke fürs Zugucken, schönen Abend euch, bis morgen hoffentlich. Macht's gut, tschüss.